Holz schmeckt mir noch nicht so hundertprozentig und angenehm auch zum Teil zu betreuen, weil er natürlich sehr, sehr klar. Ja, der wird natürlich jetzt hier alles tun, damit er für den ASV Grünball weiter aktiv zu spielen. Aber da sieht man, welches Gefühl er für den Ball hat. Ja, das konnten oder können nicht viele Spieler. Ja. Individuelle Art und Weise, wie er mit den Schlägen umgeht. Und das zweite Mal der lange Aufschlag. Oh. Muss natürlich den Aufschlag auch erst richtig lesen. Und da war wieder der lange Aufschlag, lang parallel. Das wird ihn ärgern. Würde ich vielleicht sogar mit der Rückhand bleiben, ja, und den langen parallelen Aufschlag mit der Rückhand attackieren. Ja, eine Idee, über die er nachdenken musste, gar nicht dann vielleicht unbedingt rumzugehen, sondern eben mit Grenze. Jetzt hat er den Ball etwas früher genommen, ja, zu spielen und dann den Gegenspin zu erwarten. Man zwei Aufschläge, die einfach Halbschlag sehr gut gepunktet hat. Du hast recht gehabt, über die kurze Vorhand. Und jetzt hat Ricardo Wald den ersten. Wieder. Prompt hat das gemacht. Ja. Ich wollte sagen. Und auch richtig gut getroffen. Richtig guter Cut. Kurz Überschnitt Mitte oder langen Rückhand? Ja. Und da ist er. Da nimmt er sich den zweiten Satz. Mein, wir dürfen nicht vergessen, hat. Nur eine 3-9 gegen Lin Gao Yuan. Wahnsinn! Und da zeigt Ricardo Walter, warum er wirklich der Spieler, wahrscheinlich sogar hier in der Halle ist, mit dem besten Gefühl. Unglaublich guter Touch hier. Und auch verdient. Dieser Punktgewinn am Ende. Ja, aber man sieht, über welches Ballgefühl er einfach verfügt. Das ist, denke ich mal, unter den deutschen Spielern sagen, so mental freigespielt, wo er sagt, okay, muss vielleicht ein bisschen mehr riskieren, ein bisschen was ändern. Vorne gefehlt haben. Den Ball einfach nur mal reinspielt, er macht nicht direkte Fehler. Also hat er ein bisschen besseren Touch entwickelt. Ja, man sieht so. Kann sein Verein vielleicht doch am Leben halten. Hat er nochmal versucht, den langen Aufschlag rauszuholen. Aber zwei. Gewahrt. Fokussiert auf diesen Aufschlag-Rückschlag-Bereich ist. Ja, aber ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Ja, die
Ja, jetzt war der Aufschlag wieder zu lang von Ricardo Walter. Ja, Ricardos Aufschlag. Wichtig wird sein, dass der Aufschlag kurz kommt. Hat er noch mal eine Chance gehabt, zurückzukommen. Hat sich eigentlich wieder mit der Rückhand gut herausbewegt. Und da fehlt ihm, glaube ich, so ein klein wenig diesen Druck nach vorne.